Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Ja, wir sind hier immer noch in dieser im Theater des Schicksals, Höhle-Dingens und sollen jetzt hier raus. Na, werde ich jetzt hier wieder angegriffen oder was ist hier los? Eigentlich will ich nur raus, aber oft ist es ja gerne so, dass man auf dem Rückweg trotzdem angegriffen wird. Ich soll aber da oben lang. Dann sollten wir das tun. Hier ist noch was mitzunehmen. Gut, dann gehe ich mal hier die Treppen hoch. Denn wir wollen ja dem Agath helfen. Hier geht's lang. Genau, hier sind wir auch damals hergekommen. Zack, sind wir draußen. Ja, da kommt man raus und darf sich direkt schon wieder wehren. Das ist ja gerne mal hier so. Was liegt denn hier? Oh. Gutes Zeug. Wo ist er denn hier in der Nähe? Ist er hier überhaupt in der Nähe? Oder wie? Liegt voll viel rum? Ist das noch von mir? Von vorher? Wahrscheinlich, weil ich hier das Pulver liegen gelassen habe. Und was hat er noch? Ja. Gut, dann nehmen wir das auch mal mit. Gold kann ja nie schaden. Auch wenn ich bis jetzt noch nicht viel auf Handeln gesteckt habe. Und jetzt frage ich mich doch, wo ist der gute Mann? Der ist doch sehr weit weg. Das würde etwas länger dauern. Also gehen wir mal hier hin und von da aus suchen wir den Agath mal. Denn wir sollen ihm ja irgendwie helfen, gegen irgendwelche Dinger zu kämpfen. Muss ich mir gleich nochmal durchlesen hier vom Quest her. Was er jetzt eigentlich genau wollte, da steht wieder einer. Das ignoriere ich mal. Jetzt darf ich hier kämpfen. Gegen wen? Gegen euch, Nasen? Ja. Ich nehme mal an. Guck mir direkt ins Gesicht. Kann ich vielleicht außenrum schleichen? Na? Das merkt ihr doch nicht, dass ich hier so von hinten gerade komme. Okay, er merkt's. Okay. Das war's auch schon wieder. Gut. Na gut. Damit kann ich ja noch leben. Huch, wo will ich eigentlich lang? Ich will nicht da lang. Ich will, wo will ich lang? Da kann ich doch gar nicht lang. Wieso kann ich da nicht lang? Hier kann ich lang. Hier kann ich lang. Immer geradeaus. So. Mal schauen. Kommen wir hier hin? Weiß gar nicht, wo wir hier sind. Diedenhill? Dingens? Ach, hier. Okay. Ah, okay. Hier, dann gehen wir mal rein. Ah, das Schloss. Das sagt mir, dass euch eure Taverne noch in Jahrzehnten ein Teil von Loch Dieden sein wird? Letzten Monat habt ihr mir noch erzählt, dass wir alle von der Blutpest dahingerafft werden. Ich weiß, aber jetzt sagt das Schicksal eben etwas anderes. Verdammt nochmal, Agard. Ihr bekommt keinen Tropfen mehr. Ja, und ich wette, ich weiß auch, wessen Schuld das ist. Meine ja wohl nicht. Es ist übrigens eure Schuld, dass ich meine Zeche nicht zahlen kann. Ich hätte eigentlich nie wieder hierher zurückkommen sollen. 20 Jahre lang wusste ich genau, was das Schicksal für mich bereithält. Und dann habt ihr... Verdammt nochmal. Ich dachte, ich wüsste, wie mein Leben verläuft. Ich habe es nicht böse gemeint. Das Leben ist unvorhersehbar. Ich weiß. Es ist nur... Ich war nicht immer der Mann, der ich heute bin. In meiner Jugend war ich ein bedeutender Krieger. Ich habe gegen Bestien so groß wie Bäume gekämpft und wurde von Sterblichen und Feien gleichermaßen umjubelt. Als ich dann bei den Schicksalswebern aufgenommen wurde, dachte ich, es sei eine Belohnung für meine guten Taten. Doch als ich zum ersten Mal mein Schicksal erblickte, wurde mir klar, dass es nichts weiter ist als ein Fluch. Was habt ihr gesehen?
meinen eigenen Tod natürlich. Doch es war nicht der eines Helden, wie ich es mir immer erträumt hatte. Ich würde allein und unbekannt sterben, getötet von einem Ettin und zu Eintopf verarbeitet. Es war ein schreckliches Ende. Aber ich wusste, es war Teil des größeren Plans des Schicksals. Doch dann kamt ihr und habt diese Zukunft verändert. Ihr habt mir meinen Platz im Gewebe gestohlen. Ich hatte meinen Frieden damit gemacht, das Schlimmste zu wissen. Doch was soll ich nun tun, wo nichts mehr gewiss ist? Ich weiß es nicht. Ihr könnt noch ein Held sein. Vertraut mir einfach. Du hast nicht genug Platz, um die Gegenstände an dich zu nehmen, die du erhalten solltest. Sie wurden in einen Beutesack gelegt. Ihr habt recht. Meine ruhmreichen Tage müssen noch nicht vorüber sein. Und solange ich in eurer Nähe bin, weiß ich nicht, wie meine Geschichte enden wird. Ich muss also dafür sorgen, dass euch nichts geschieht. Vielleicht ist euch dieses alte Schmuckstück aus meiner Jugend ja eine Hilfe. Immerhin schulde ich euch nicht nur mein Leben. Ich schulde euch meine Zukunft. Habt ihr die Tuatha gefunden? Wir haben keine Zeit dafür. Hört mal. Ich habe einst die Yet von Avgrun in einer mondlosen Nacht allein durch ihren Geruch gefunden. Feien hin oder her, diese Tuatha hätte ich selbst nüchtern noch aufspüren können. Sie haben sich in einer Höhle nördlich des Dorfes niedergelassen und sie haben dort eine Möglichkeit, euren Aufenthaltsort durch Wahrsagerei zu ermitteln. Deshalb haben sie euch so leicht gefunden. Ich habe einen Plan, aber er funktioniert nur, wenn wir ihn gemeinsam umsetzen. Habt ihr noch etwas rausgefunden? Wie kamen sie so weit nach Westen? Diese Soldaten wurden nur zu einem Zweck entsandt. Um euch aufzuspüren und dafür zu sorgen, dass ihr tot bleibt. Alles andere, der Quell, Aden, Jus, waren nur Mittel zum Zweck. Sie nutzen etwas ziemlich Großes, um euch aufzuspüren. Sie nennen es die Augen Tirnos. Wenn ihr diese zerstört, werden sie aufhören, euch zu verfolgen. Der Haupteingang wird schwer bewacht und erfordert einen heftigen Angriff. Der andere Weg ist voller Fallen. Dort ist ein etwas subtileres Vorgehen angebracht. Warum sind sie hinter mir her? Darauf habe ich keine Antwort. Ich kann mir nicht vorstellen, was an euch derart wichtig sein könnte, dass Gadflo seine Truppen dafür über den ganzen Kontinent schickt. Ich übernehme den Vordereingang. Ich schleiche mich hinten herum. Wir schleichen uns mal hinten rum. Gut, sehr gut. Ich greife von vorne an und lenke ihre Aufmerksamkeit auf mich. Ihr schleicht euch währenddessen hinein und zerschlagt die Augen Tirnochs. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass niemand entkommt, um wem auch immer Bericht zu erstatten. Viel Glück, ja. Kleine. Danke, ne. Mit Agath nach Jagdgrub. Ja? Ja, ich würde ganz gerne mal mit einer Händlerin hier reden. Wie konnte sich ein Schicksal einfach so ändern? Das ist doch Bruder Fallons Gebetskette, oder nicht? Die Leute in der Mission hätten sie bestimmt gern zurück. Ja, okay, die Mission. St. Hadwyn liegt nördlich im Glendara-Wald. Die Brüder dort sind gute Männer. Ja, okay. Also gut. Für eine Gebetskette, ich gebe dir gerne meinen ganzen Kram. Ich will das alles gar nicht haben. Hier, Wulflack, wie geht's? Vielleicht werden die Albträume eines Tages aufhören. Und dann werde ich wieder ganz ich selbst sein. Und bis dahin habe ich Gisela. Ja. Hast dich doch nochmal mit ihr zusammen getan, oder was? Ich dachte, du willst sie nicht mehr. Ja, ich brauche eigentlich einen Händler, den ich anscheinend hier nicht drinne finde. Mein Vater hat Husten. Dann gehe ich doch mal jetzt in meine Quests und guck, wo sind wir eigentlich gerade. Hier zu Agath hat die Tuatha bis zu einem Lager in Jagdgrub nach Dienenhill verfolgt. Es gibt zwei Zugänge und wir werden gleichzeitig angreifen müssen, um sämtliche Tuatha zu erwischen. Der wird wahrscheinlich schon auf mich warten. Ich gehe aber einmal raus und muss meinen Plunder verkaufen, weil ich bin jetzt das erste Mal wieder in der Stadt. Nee, du kannst rennen, so viel du willst. Ich muss jetzt erstmal den Scheiß loswerden. Und soweit ich weiß, nee, hier, ja, genau, Gewerkhalle, da wird doch wohl jemand sein, wo ich was verscherbeln kann, oder? Zumindest werde ich hier doch meine Schmiedegeschichten noch... Kann ich euch helfen? Schmiedegeschichten, wer ist mit dir? Kester und Cora. Das sind die Säulen, die unser Dorf am Leben hat. Ach so, das ist der Typ mit seinen Tränken, den brauche ich jetzt nicht. Du, mach mal meine Sachen in Ordnung. Kaum geht es mir besser, verschwinden die Boggarts. Ja, ich mach mal alles. Ach, geht gar nicht. Na gut. Dann mach so viel du kannst, wie immer. Glückspilz. Ja.
Ist das alles? Erstmal schon, weil erstmal muss ich den anderen Kram verkaufen. Immer noch. Wo ist denn hier ein Händler? Bist du eine Händlerin? Ihr seid bei der Handwerksgilde. Ja. Stets willkommen. Alles klar. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. So, jetzt nochmal. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Kohle. Kaum geht es mir besser, verschwinden die Bomben. Alles reparieren. Gott, ich Glückspilz. Ja. Hey, wieso hustet ihr noch? Ich habe euch doch geholfen schon längst. Es geht doch jetzt nicht. Ihr dürft nicht mehr draufgehen hier. So, jetzt kann ich auch raus und jetzt können wir ihm helfen, denn das soll ja alles doch noch mal ein bisschen fixer hier gehen. Da ist er, da hinten. Ich vertraue darauf, dass Kester auf uns aufpasst. Bist du? Da. Da läuft er. Wir laufen hinterher. Bist du dir sicher, dass du dahin laufen willst? Du läufst hier aber auch querfeldein durch die Gegner, ne? Weiter geht's. Gut, wenn wir mit ihm laufen sollen, dann laufen wir, ne? Sollen die Gegner doch hinter uns herlaufen. Irgendwann geben die auch auf. Aber er bleibt ja auch stehen, wenn Gegner kommen. Wie weit müssen wir denn jetzt laufen? Guck mal, da kommen sie schon. Egal. Ach, das ist hier. Jagdgrub Ost. Das hier ist ihr Fluchtweg. Er wird voller Fallen sein. Dafür werdet ihr aber nur auf wenige Wachen stoßen. Wenn ihr klug seid, könnt ihr ihre Verteidigungsanlagen vielleicht gegen sie selbst einsetzen. Ich lenke die Wachen am Vordereingang ab und sorge dafür, dass niemand entkommt. Okay, warum sind sie hinter mir her, hatten wir ja schon gefragt. Dann lass mal. So, viel Glück. Die Gegner. Wir sehen uns drinnen. Nö. Soll ich jetzt hier einfach rein? Oder nicht? Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Und hoffe, dass das jetzt der Hintereingang ist. Ich hoffe, er hat ihn mir jetzt schon gezeigt. Da kommen die nächsten. Ja, dann schleichen wir mal, ne? Machen wir das mal so, wie wir das geplant haben. Ja, super. Wie wäre es, wenn du noch mal stehen bleibst? Das wäre noch besser. Bitte bleib stehen. Irgendwie klappt das mit dem von hinten Morcheln aber auch nicht mehr so wie damals. Und das, obwohl ich jetzt gerade die feinen Klingen wieder ausgerüstet habe, welche die gar nicht mal so schlecht sind, aber naja, gut, dann nicht. Hier ist ein Lager, interessiert uns nicht, wir laufen mal weiter. Der hat ein bisschen Gold da gelassen. Was ist hier? Wir machen mal alles kaputt. Das hier putt machen. Hier sind genug Kisten. Die nehmen wir auch mit. So, und dann kann ich hier runter. Wo sind sie? Ich schleich mal. Ich bin vorsichtig. Komm, mach's fertig. Mach sie fertig. Aber es klappt trotzdem irgendwie nicht so. Es klappt nur einmal kurz, dass ich die von hinten kriege, aber ich kann sie nicht so richtig töten. Vielleicht muss ich für solche Fälle dann doch noch irgendwie... Oh. Ich werde mal einmal speichern. Nicht, weil ich Angst habe, dass ich sterbe, sondern einfach, weil ich schon so lange nicht gespeichert habe. Und dann habe ich das mal gemacht.
Das wird wohl nichts hier, glaube ich, mit dem... Ich stelle mal eine Falle auf. Mal deinen Schuss hier. Macht sie nicht. Oh, manche sind so schnell. Zieh doch mal auf den anderen. Wenn die so doppelt zuschlagen, das ist echt gemein. So, wieder einer tot. Ja. Ja, komm. Zauber. Ich muss mehr Zauber einsetzen. Dietriche. Die sind nicht ohne, wenn die dann so mehrmals draufhauen. So hintereinander, das ist echt gemein. Brechen wir mal auf hier. Das lassen wir mal. Wir machen das mal selber. Na? Geklappt. Hammer. Dings nehmen wir mit. Hammer lasse ich mal. Brauche ich nicht. Ja. Wo lang? Ich habe ein Monster gehört. Das ist nicht so schön. Versuchen wir es mal. War klar. Da gehen die Dietriche wieder hin. Ja. Willst du es nicht mal schaffen? Jawohl. Jawohl, geht doch. Es wird gespeichert. Da sind Leute. Kann ich von hier aus vielleicht besser? Hier rüber, ihr dreckigen Tuata! Ach, er lenkt sie ab. Er lenkt sie ab. Er ist da. Eine sterbliche auf meine Fahrt! So, kann ich jetzt hier irgendwie daran? Er ist beschäftigt, ich lauf hin. Ist es Zeitsterbliche? Hallo? Was kann ich machen? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber das ist gut. Habe ich. Schön. Was mache ich jetzt hier mit dem Ding? Kann ich das kaputt machen? Ah, kann ich! Kaputt! So, zusammen haben wir es geschafft. Prima.
Nieten-Dinger. So, nu? Ist hier denn noch irgendwas? Nee, ne? Das ist, sieht nur so aus. Was ist mit dir? Ist es die unsterbliche Sterbliche etwa leid, wegzurennen? Habt ihr euch entschieden, zu kämpfen? Könnt ihr mir den Unterschied zwischen einem Geschöpf der Natur und einem Kind des Staubs, wie ihr eines seid, nennen? Keine Ahnung, es interessiert mich nicht. Ja, die einen sind unsterblich, die anderen nicht. Wir Kinder der Natur kennen unseren Platz. Die Schwachen und die Mächtigen. Die Beute und die Jäger. Das Leben und der Tod. Alle dienen dem Kreislauf. Ihr Kinder des Staubs hingegen wisst nicht, wo ihr hingehört. Ihr kommt in unser Land. Ihr kommt, um euren Jägern zu begegnen. Und ihr wisst nicht, wann es Zeit ist, zu sterben. Ich weiß nicht einmal, wer ihr seid. Niemand kann mich aufhalten. Ihr werdet es herausfinden. Letztlich wird jeder Sterbliche die Macht Gatflos erkennen, des gesegneten Herolds, der barmherzigen Tier noch. Alle Sterblichen vergehen. Selbst wenn einige von ihnen etwas widerspenstiger sind als andere. Zumindest werden euch die Tuatha jetzt nicht mehr ganz so leicht aufspüren können. Aber es scheint, als hättet ihr die Aufmerksamkeit ihres Königs Gatflo erregt. Wenn ihr irgendjemand anderes wärt, würde ich euch nahelegen, wegzulaufen und die nächsten paar Jahre nicht mehr anzuhalten. Aber ihr könntet vielleicht sogar eine Chance haben. Wie können wir sie bekämpfen? Ihr schlagt euch doch ganz gut. Zumindest bisher. Ihr habt sie hier geblendet. Und sie haben euch auch noch nicht getötet. Und so ungern ich es auch sage, ihr werdet Alun Shirs Angebot, euch zu helfen, annehmen müssen. Der Kodex des Schicksals dürfte einige Antworten für euch haben. Soweit ich weiß, habt ihr euch bereits im Haus der Balladen mit ihr getroffen. Aber es klingt, als wäre sie im Moment unsere einzige Spur. Okay. Danke, dass ihr einem alten Mann eine neue Chance gebt. Es ist gut zu wissen, dass ich wieder eine Zukunft habe. Noch besser ist allerdings, dass ich nicht weiß, wie sie aussehen wird. Ja. Auf diesem Weg müssen wir hier rauskommen. Wo ist er denn jetzt eigentlich hin auf einmal, der andere? Auf einmal war er weg. Ich habe nur so ein Klirren gerade noch gehört. Ist der jetzt irgendwie durch eine Scheibe gesprungen? Oh, hier oben soll ich lang? Okay. Da lang. Gut, dann gehen wir da mal hin. So, und ich nehme mal an, ich soll hier wieder quer durch die Lande reisen. Ach, hier soll ich hin, dann gehen wir da mal hin. Kannst du da nicht hin? Hallo, Haus der Balladen? Da müsste man doch schnell reisen können, genau. Ich würde jetzt eigentlich normalerweise einen Cut machen, aber die 23 Minuten, ach komm, dann können wir noch mal eben schnell das Ende hier uns anschauen. Eine beeindruckende Ballade, nicht wahr? Ich weiß. Gehen wir mal schnell hin. Glianal, ich versichere euch, dass es ein alter Kodex ist, genau wie in den Legenden. Faszinierend. Aber warum sollte sich der Kodex einem Kind des Staubs offenbaren? Und ich dachte schon, ihr würdet niemals hier auftauchen. Das hier ist Glianal, Wissensgelehrter des Hauses der Balladen. Gebt ihm den Kodex, dann könnte er vielleicht Antworten für euch haben. Okay, dieser Feier kann mir helfen? Der Wissensgelehrte Glianal hat sich jahrhundertelang dem Studium des Wissens und alter Feiengeschichten gewidmet. Und der Kodex, den ihr gefunden habt, ist nicht einfach nur irgendein Wissensstein. Redet einfach mit ihm. Ich bin mir sicher, er kann ein wenig Licht in diese Angelegenheit bringen. Okay, über sie fragen wir auch noch... Macht euch auf den Weg. Fragen wir dann noch, wir können sie ja auch noch ein paar Sachen fragen und mit ihm können wir auch noch reden. Das machen wir aber dann tatsächlich im nächsten Part. Und jetzt sind wir schon mal hier und ich finde sie eigentlich auch ziemlich cool. Sie sieht auch cool aus. Warum sehe ich so aus? Aber ich mag mich trotzdem. Also als Figur jetzt hier, die ich spiele, bin ich doch auch recht stolz hier auf unsere kleine Dockelfahr. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.